It's not always about the ooh-woo, or the ah-da-da, or the oni-san. Sometimes it's just about the Aiwanga. Ich grüße Sie. Aiwanga. Nani? Aiwanga. Omae wa mou shindeiru. Aiwanga. It's over 9,000. Aiwanga. Aiwanga. Nani? Aiwanga. Omae wa mou shindeiru. Aiwanga. It's over 9,000. Aiwanga. Aiwanga, warum gibt's dich denn überhaupt? Also soll ich sagen, ich gehe in den Wald und erschieß mich, dann habt ihr mich los, dann wird's euch besser gehen. Warum kann man mich nicht mal so nehmen, wie ich bin? Mit den Stirnbändern und mit den Schweißbändern und mit den isotonischen Getränken. Und das ist mir gerade wurscht. Ich rede mit den Bürgern draußen. Wenn die Bürger alle sagen, so können wir nicht weitermachen, Aiwanger, dann müsst ihr was tun. Lasst ihr den Buckel runterrutschen. So ein Vorwurf lässt dich kalt. Hier ist die Welt in Ordnung. Wer hier illegal nach Deutschland kommt, der wird in seine Herkunftsregion zurücktransportiert. Diese Versäumnisse reichen ja in die Erkel mehrer zurück. Ich werde zur Bundeskanzlerin Merkel rüberrufen. Komm rüber, du alte Schlachtruf. Hier ist die Alternative. Das heißt nicht, dass jemand auf die Schlachtbank muss, sondern das heißt, er ist lange im politischen Geschäft. Du alter Ackergaul heißt es vielleicht übersetzt. Das hat auch zum Aufstieg der AfD geführt. Also wir müssen jetzt diese Themen lösen und nicht immer nur den Menschen sagen, wir können als Politik hier nichts machen. Man hat einfach in der politischen Öffentlichkeit, auch in der medialen Öffentlichkeit über Jahre die Alltagssorgen der Menschen ausgeblendet. Jede Kritik an einer verfehlten Zuwanderung wurde ja als rechts abgestempelt. Und jetzt haben wir den Salat, könnte man auf den Punkt bringen, dann gehen eben die Leute zu anderen Parteien, wenn die Parteien der Mitte hier nichts mehr sagen und jeder sofort abgestempelt wird. Also wir müssen wieder die Sorgen der Menschen ernst nehmen, müssen diese verfehlte Zuwanderungspolitik nicht nur ansprechen, sondern auch lösen. Dann werden die Umfragewerte der AfD auch wieder zurückgehen. Das sind nicht lauter Rechtsradikale, die haben vor ein paar Jahren nur SPD, CDU, FDP und so weiter gewählt. Die sind ja nicht vom Mars gelandet und wählen jetzt AfD, sondern das waren früher Wähler der Mitte, sind jetzt nach rechts, weil die Mitte versagt. Also muss die Mitte wieder liefern, dann kommen die Wähler wieder gerne zurück. Weil einfach die deutliche Mehrheit der Bürger sagt, das ist doch nicht sauber, dass man hier mit Geschichten aus der Jugendzeit von fast 40 Jahren just jetzt daherkommt, pünktlich zu Beginn der Briefwahl, mit einer schlampigen Recherche, mit Unterstellungen, die nicht gestimmt haben. Also hier sagt der Bürger, das ist ein Skandal, hier wird der Aiwanger fertig gemacht und deshalb unterstützen wir den gerade extra. Aiwanger. Nani? Aiwanga. Omae wa mou shindeiru. Aiwanga. It's over 9,000. Aiwanga. Aiwanga. Nani? Aiwanga. Omae wa mou shindeiru. Aiwanga. It's over 9,000. Aiwanga. Natürlich wollten auch andere Parteien mit dieser Kampagne gegen Aiwanger Profit schlagen. Also die Frage ist nach wie vor offen, was wusste die SPD wann? Es ist ja ein SPD-neustehender Lehrer, der hier in engstem Kontakt zu der bayerischen SPD-Spitze stand. Scholz sagt, die Aiwanger muss aufklären. Jetzt kann er aufklären, was wusste die SPD, was hat die SPD beeinflusst? Ja, und auch die CSU hat ja ungefähr seit 2008 gewusst, dass hier gegen Aiwanger irgendwo herumgeschnüffelt wird. Ich weiß es nicht, wer wann was wusste. Und am Ende muss man sagen, die Süddeutsche wusste mit Sicherheit deutlich länger als erst einige Monate. Also da haben viele was gewusst und wollten mich eben jetzt zum passenden Zeitpunkt hochgehen lassen.